Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. Wir programmieren C-Sharp und wir programmieren Felder. Wir haben jetzt schon einiges über Felder gehört. Eindimensionale Felder, mehrdimensionale Felder, Arrays genannt. Allen gemeinsam ist, dass wir definieren müssen, wie groß sie sind. Das ist manchmal nicht leibend. Manchmal braucht man eine variable Größe von Feldern, weil man nicht weiß, wie viel man in ein Feld hineinschreiben will, wie viel Einträge sollen denn in dem Feld sein. Jetzt muss man sich erstens im Vorhinein festlegen. Ja, so, mehr wie 1000 gibt es nicht. Oder so. Ja. Jetzt ist man dort eingeschränkt. Und zweitens, ich könnte natürlich mich auslegen auf den schlimmsten anzunehmenden Fall. Man sagt, okay, größer braucht sicher kein Mensch. Ja. Aber dann bin ich normalerweise kleiner und brauche nur einen Bruchteil der Felder. Und dann verschwende ich Speicherplatz. Das ist ja auch nicht gerade ideal. Ja, hat man auch erkannt und hat deswegen ein Objekt eingeführt. Ja, wir wissen zwar noch nicht, was Objekt ist, aber es ist ein Objekt. Ja, und zwar die ArrayList heißt dieses Objekt. Dieses Objekt heißt ArrayList. Und wie das funktioniert, möchte ich kurz erklären. Wichtig dabei ist, es ist in einer Bibliothek. Es ist in der System Collection Bibliothek. Die ist standardmäßig nicht inkludiert. Das heißt, das ist jetzt das erste Mal, dass wir eine Using-Anweisung brauchen. Ja? Also wir können schreiben, Using und dann System. Ja, und using system.collections. Dann können wir das verwenden. Dann können wir das da in diesen Bibliotheken, wenn wir die verwenden, dann verwenden wir auch dann verwenden wir auch das ArrayList-Objekt. So, wie verwenden wir jetzt das ArrayList-Objekt? Eigentlich genauso, wie wir eine normale Variable angelegt haben oder auch ein Array angelegt haben. Nur dieses Mal schreiben wir ArrayList. So schreibt man das, gell? Array und dann so wie in der Überschrift auch. Ja. Dem Zeug geben wir wieder einen Namen. Ja, so logisch. Name. Ist gleich und anlegen müssen wir es auch. New ArrayList. Back. Jetzt ist da. Ich muss nicht sagen, wie groß es ist. Ich muss nicht sagen, ich muss nicht einmal einen Typ festlegen. Eine ArrayList speichert nämlich die Inhalte in Form eines Objekts. Für uns, da wir nicht wissen, was ein Objekt ist, für uns ist es halt einfach irgendwas. Ja? Es ist einfach irgendwas. Ich kann da irgendwas hineinschmeißen. Ich kann eine Zahl hineinschmeißen, ich kann einen Text hineinschmeißen, ich kann ein Zeichen hinein. Ist nicht definiert, ein Objekt. Ja? Ja, so ist. Wie schmeiße ich was hinein? Was hineinschmeißen? Ja? Es gibt eine Methode, die heißt name.add. Ja. Add hinzufügen. Ja. Geht schon? Klammer auf. Was füge ich hinzu? Da schreibe ich halt irgendeinen Wert rein. Ja. Variable. Irgendeine Variable. Wie gesagt, ich können ganz unterschiedliche Variablen auch sein. Ja. Das fügt ein Element der ArrayList hinzu. ArrayList Name hinzu. Add. Okay? Wenn ich wissen will, wie viel drinnen ist, ja, wenn ich wissen will, wie viel drinnen ist, kann ich zum Beispiel schreiben Name
Jetzt schreibt er da und weiter. Ja, das hat einen Sinn, weil da oben möchte ich noch was anderes hin. Und count. Zeigt an, wie viele Elemente in der ArrayList-Name vorhanden sind. Also mit Name add füge ich etwas hinzu. Zuerst, wenn ich das aufrufen würde, wird 0 zurückkommen. Ich lege das an, Name count 0. Add 1, Name count 1. Logisch, oder? Was ist, wenn ich das nicht am Ende einfügen will, sondern irgendwo dazwischen? Dann kann ich machen Name. Das macht schon Sinn, gell, der Abstand. Name, insert. Klammer auf. Und jetzt muss ich praktisch einen Index angeben. Okay? Also ich gebe einen Index an, an welcher Stelle die Variable hinzugefügt wird. Ja? Fügt ein Element an der Stelle Index ein. Und da fügt es hinzu, hinten, und da haben wir es beim Index. Also wenn man zum Beispiel Index 0 schreibt, hat es vorhin dazu. Ja, und alles andere rutscht nach hinten. Das heißt, jedes Element, aber der Count erhöht sich trotzdem um 1. Ja? Also so kann ich Sachen hinzufügen. Ja? Und dann, wie kriege ich es wieder weg? Ne, mit remove. Ne? Name. Name. Punkt. Remove. Und da schreibe ich einen Wert. Was macht es? Der löscht den ersten Eintrag aus der Liste, wo der Eintrag mit dem Wert übereinstimmt. Ja, also löscht den ersten Eintrag mit dem Inhalt Wert. Aus der Liste. Ja, weg. Ja, also wenn die Listen zum Beispiel 1, 3, 4, 5 enthält und ich sage remove 3, dann ist der 3 weg, dann ist 1, 4, 5. Okay? Passt. Ja? Also irgendeinen Wert kann ich rauslöschen. Wenn mehrere dieser Werte drinnen sind, dann löscht schon den ersten. Nur den ersten Eintrag. Ja? Wie kann ich überhaupt feststellen, ob ein gewisser Eintrag in einer Liste vorhanden sind, da kann ich Contains aufrufen. Ja, also man kann zum Beispiel sagen Name.contains. Klammer auf, Wert. Und das liefert true zurück. Liefert true, wenn sich in der Liste ein Eintrag mit dem Inhalt Wert befindet. Okay. Contains kann ich abfragen. Ja. Hey, gibt's da bei dir nur einen Dreier? Ja. Dann löschen. Brauchen keine Dreier. Ja. Oder vielleicht in der Notenliste. Ja. Gibt's Fünfer?
Ja? Löschen. Löschen. Nicht genügend löschen. Ja, was ist, wenn ich nicht einen gewissen Wert löschen will, sondern den dritten Eintrag? Nun, da gibt es eine eigene Methode, die heißt name.removeAt. Remove. Add. Ja? Und dann gebe ich einen Index an. Ja? Löscht den Eintrag an der Stelle Index aus der Liste. Remove it. Und eins sage ich noch, weil es gibt nämlich auch einen Remove Range. Ja, sollte ich auch erwähnen. Es gibt mehr, wie ich da aufschreibe. Ja, es gibt mehr, wie ich da aufschreibe. Diese achte ich als wichtig. Ja, weil dann sage ich ein Index und dann sage ich Anzahl. Und das löscht natürlich Anzahl Objekte, Anzahl Einträge ab der Stelle Index aus der Liste. Ja. Das sind so die wichtigsten Sachen. Jetzt schaut das natürlich, bist du deppert, wie schaut denn das aus? Wie schaut denn das aus? Das ist ja Wahnsinn, das hält ja kein Mensch aus. Ja, ist nicht ganz unrichtig. Deswegen schauen wir uns das in einem Beispiel am Computer auch an. Wir werden das einfach dazufügen. Wir werden einfach unser Array-Beispielprogrammchen hier verwenden und werden uns da Sachen dazu programmieren. Ja, nämlich eine Array-List. Dann schauen wir, wie sie die verhält im Verhältnis zu den anderen Arrays. Untersuchen diese Methoden ein bisschen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.